Jo, junge Leute, herzlich willkommen zu einem neuen weiter Let's Play von OMSI 2, den Omnibus Simulator. Heute sind wir unterwegs mit dem neuen erschienenen DLC O560, also sprich den Mercedes Integro oder Intouro, wie man es nennen mag. Ja, genau, würde ich sagen, schwingen wir uns hier rein. Wir haben schon alles soweit abfahrtbereit gemacht. Wir fahren mal eine kleine Runde hier. Gucken uns das Fahrzeug mal ein bisschen an. Das ist die Light-Version, also sprich für Linienfahrten. Sieht man eigentlich ganz gut an Sitzen, sage ich mal. Es gibt auch noch dann die andere Version, das ist halt die Business Class, sagen wir mal so. Ja, das Ganze haben wir auch als Automatikwagen und als Schaltwagen. Wir fahren das Ganze jetzt als Schaltwagen. Als Automatikwagen, genau. So, hier haben wir die Kasse. Die kann man auch verstellen, auch ganz cool. Ja, es sind relativ spartanisch eingerichtet, sage ich mal, ne? Also günstige Spiegel, sage ich mal. Ja, so die kleinen Kleinigkeiten. Ja, Mercedes-Stern haben wir nicht, aber den können wir uns eigentlich drauf mitten. Dann haben wir hier das neue Heizungsbedienelement. Ja, genau. Wir sagen, fahren wir los, eine kleine Runde hier. Und genau. Das Ganze ist auch tatsächlich ein Vierganggetriebe. Hätte ich nicht gedacht, eigentlich. Also bei der Automatikversion. Hätte ich gedacht, dass es ein Viergang-Automatik ist, sage ich mal. Normalerweise ist es ja 6-Gang. Ja. Zieht eigentlich ganz gut das Ding, muss man sagen. Fährt sich auch ganz entspannt. Ist aber halt irgendwie enorm breit hier. Muss man mal ein bisschen gucken, sage ich mal. Und der geht halt echt gut, ne? Also man kann relativ zügig fahren damit. Ich gucke mal, dass wir jetzt mal hier auf diesen Parkplatz hier wenden. Obwohl, das geht glaube ich gar nicht, ne? Dann machen wir das, fahren wir zum Kreisverkehr. Eine kleine Runde. Das ist auch jetzt die lange Version von dem Fahrzeug, also sprich, das müssten glaube ich 13 Meter sein. Wenn es mich nicht alles täuscht. Ja. Genau, so viel dazu. Ja, zum Morgen wird ein neues Video von The Bus kommen, wo es um den E-Citaro geht. Also der ist ja jetzt released worden, der kam mal neu. Da schauen wir uns auch mal alles mal ein bisschen an, was da jetzt denn alles so ist. Und ja, genau. Bin ich mal auf jeden Fall gespannt selber drauf. Ich habe noch selber... selber noch gar nicht reingeschaut. Ja, da würde ich sagen, das machen wir einfach zusammen. Und genau, so, jetzt müsste eigentlich gleich hier vorne der Kreisverkehr kommen. Na, kommt doch schon. Das ist nämlich hier der Sportflugplatz. Ja, das ist auch jetzt übrigens das Euro 6 Fahrzeug. Von den Versionen gibt es auch noch Euro 5. Da haben wir auch noch den alten Bordcomputer, sage ich mal. Ja, halt alles ein bisschen älter, ne? Ist auf jeden Fall echt cool gemacht. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, dass der uns hier nicht so auffällt. Wir holen einfach mal. So.
Fahren wir nämlich nach Erlengrund. Fahren wir da zur Haltestelle am besten oder da in den Ort viel mehr rein, sag ich mal. Und ja, genau. Ja, auf jeden Fall sehr cooles Fahrzeug, ne? Ist auch was anderes. Also wir müssen buchen gerade hier. Jetzt müssen wir mal gucken, wir müssen nach links. So. Ja, auch wieder hier, die Karte kennt man ja, denke ich, ne? Bad Hülsdorf. Schöne Karte. Gibt es auch schönen Stadtverkehr, hier haben wir auch schön Überland. Auch sehr cool gemacht, ne? ja. Genau, wie gesagt, wie auch immer, wenn euch das Video gefallen hat oder gefällt, lasst da gerne ein Abo da, würde mich freuen. Wir sind jetzt aktuell bei 310 Abonnenten. Dafür auch ein recht herzliches Dankeschön. Dass die Videos euch doch so gut gefallen, sage ich mal. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, ne? So, jetzt fahren wir wieder zurück, weil hier sind wir eben schon mal lang gefahren. Genau. Da hinten hat alles gerade ein bisschen nachgeladen. Ja. Ja, von hinten rein. Ich kann mal kurz so ein bisschen Fenster runter machen, hören wir mal ein bisschen Sound rein. Ja, hier. Ja, 3,45 Meter Höhe haben wir am Start. Ja, nice. So, boah. So. Würde ich sagen, was da wieder von einem kurzen Let's Play. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst da gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben, wer nicht hat. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.